den S-Bahnhof und hier werden sie dann in den S-Bahnhof eingeschleift. Und das ist jetzt eine Entwicklung, die es jetzt erst im letzten Jahr gegeben hat. Jetzt soll der nördliche, das nördliche Gleis, soll das ICD-Gleis werden nach Ort und das südliche, von nach Ort, das südliche Gleis, das S-Bahn-Gleis in beide Richtungen, von und nach Bernhausen. Beide Richtungen. Und das Ganze ist hier eine Kurve, ab hier ist alles nur noch für 80 km/h konzipiert. Also der muss das Ziel eben von 80 limitieren. Und hier ist auch ein Sensor, das ist auch eine Ausschreibung, die nur für 80 Stundenkilometer konzipiert ist. Da kann man ein bisschen schneller rauskommen. Aber es ist also keine wirklich großzügige Planung. Und das ist hier alles ein Tunnel, der wird offen gebaut. Und dieser Tunnel dann unter der Messe, hier ist die Messe noch nicht eingezeichnet auf der Karte, wird bergmännisch ein unterirdischer neuer Bahnhof gebaut, wo die Züge, die von Stuttgart weiter nach Wendlingen und nach Ulm und nach Tübingen in Reutlingen fahren, dann am Flughafen halten können. Bergmännisch bedeutet, dass man nicht von oben runter dreht, wie man einen Keller baut, sondern man bleibt unten, wie das in den Alpen zum Beispiel auch der Fall ist. Das ist aber eine sehr teure Bauweise, also vor allem bei der Bahnhof wird das sehr teuer. Ja. So, wir haben dann vielleicht noch eine wichtige Sache für Sie. Im anschließenden Abschnitt fahren die Goldbahnzüge dann weiter auf den S-Bahn-Gleisen nach Rohr und Mecklenburg-Vorpommern. Und ich habe hier mal die Anzahl der Züge zusammengezählt. Es fahren ja heute abwechselnd alle 10 bis 20 Minuten ein S-Bahn. Das ist also im Schnitt alle 15 Minuten, das heißt pro Stunde 4 Züge. Mal 2 Richtungen sind dann 8 Züge. Heute fahren also 8 Züge, 8 S-Bahnen. Es werden dann, sind eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel, 2 RE-Züge nach dem heutigen Fahrplan. Und ein ICD, weil der nämlich alle 2 Stunden nur fährt und dann hat man sozusagen in beiden Richtungen einen Zug pro Stunde. Sieht das jetzt auch nicht in erster Linie als ein Problem dieser Konzeption an, aber da komme ich noch später in meinem Vortrag drauf, was da das Problem ist bei dieser Mitnutzung der Interzity-Züge und der S-Bahn-Gleise. Wir haben dann vor, aber das ist jetzt schon wieder 2 Jahre her, im Auftrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gemeinde Deutschland-Stuttgart und BUND, also unser Naturschutz, Landesverband Baden-Württemberg, eine Studie gemacht, von der wir sicherlich schon gehört haben, wo wir die Baukosten nachgerechnet haben. Und die nächsten Folien zeigen, was wir da ausgerechnet haben, wie wir da vorgegangen sind. Das gehe ich mal kurz durch, weil ich denke mal, dass wir das nicht mehr so im Kopf haben. Hier eine auch für Sie sehr wichtige Darstellung, was ist das für ein Projekt und wie ist es aufgeteilt. Und wir sind natürlich, wir mussten 60 Aktenordner durchforsten, da bin ich dann extra mal nach Stuttgart gefahren und bin mit 2 ganz schweren Reisekoffern dann wieder in den Zug gestiegen, wieder nach unten gefahren und haben ja die ganzen relevanten Ordner mitgenommen. Und es gibt 6 Planfeststellungsabschnitte. Projekt 1 ist also Stuttgart 21, und Projekt 2 ist dann die Strecke Wendlingen-Ulm, die dann hier unten rechts sich dann hier anschließt bei Wendlingen. Und der Abschnitt 1.3 ist dieses Stück mit diesem ganzen Tunnels und die Rohrer Kurve. Und es war nie geplant, diesen Abschnitt auch als Abschnitt 1.3 also zu bezeichnen. Das habe ich in Plänen vorher noch nie gesehen. Deswegen hat mich die Aussage von Herrn Drexler sehr gewundert, dass er mal gesagt hatte, das wäre auch Teil der Planfeststellung. Also Planfeststellung ist in Deutschland immer, wenn Sie etwas bauen wollen. Das ist die Genehmigung. Also wenn Sie eine Dachbaue in Ihren Dachgeschoss einbauen, brauchen Sie eine Plangenehmigung. Ob Sie dann unter der Dachgaube einen Schreibtisch oder ein Bett stellen oder das Zwischenwort mal austauschen, das interessiert dann niemanden mehr. So ist das sozusagen auch.
Das Verrückte ist bei dieser Gesetzgebung, dass immer nur etwas, was gebaut wird, genehmigt werden muss, aber der Betrieb muss nicht genehmigt werden. Und wenn es jetzt die Ausnahmegenehmigung gibt, dass man auf den S-Bahn-Gleisen auch mit den Intercity-Zügen fahren kann, dann gibt es kein Fahrfeststellungsverfahren. Das ist eben so, wie wenn jetzt jemand dann mit das Fest auf den Schreibtisch unter der Dachfrau geschrieben hat. Aber dann gibt es nicht den ausfällenden Züge. Jetzt vergisst man die Frage. Die Strecke von der Rohrer Kurve bis zum Flughafen ist nur ausgelegt auf 1600 Tonnen pro Quadratmillimeter und nicht auf 6500 Tonnen pro Quadratmillimeter. Ja, also ich komme auf die Einschränkungen noch. Ich habe da auch eine Folie vorbereitet, was das für Konsequenzen hat. Also die sind auch nicht ganz unproblematisch, die Konsequenzen. Also das ist schon ein Philosophie, der da erreicht wurde, mit dieser Aufnahmeregelung. Ja. Diese ganzen Planfeststellungsabschnitte haben wir uns vorgeknöpft und haben genau das Gelände angeschaut, nicht nur die Längen von Tunnels, sondern auch die Querschnitte von Tunnels. Da gibt es runde Tunnels mit einem großen Querschnitt, dann gibt es innere Tunnels, rechteckige Tunnels, das sind also ganz unterschiedliche Tunnels, die unterschiedlich von Kostenweise unterschiedlich groß sind. Also man kann nicht einfach sagen, wie viele Kilometer Gleise oder wie viele Kilometer Tunnel sind da vorgesehen, sondern das haben wir schon praktisch auf dem Quadratmeter hier und über die Streckenlänge dann auf den Kubikmeter umgerechnet. Und unsere Recheneinheit, die wir da verwendet haben, ist einfach der Kubikmeter-Tunnel. Was kostet ein Kubikmeter-Tunnel? Und da gibt es oben oberhalb dieses Strichs, haben wir geeignete Vergleichsprojekte gesucht, die entweder von der Tunnelbautechnik oder von der Tunnellänge oder von den geologischen Verhältnissen mit diesen Stuttgarter Verhältnissen vergleichbar sind. Und da sind wir natürlich fündig geworden und haben dann hier auf einem sozusagen Kostenstrahl hier alle diese Projekte immer umgerechnet, was kostet bei dem und dem Tunnelprojekt der Kubikmeter Tunnel. Immer grober auch, oder die Gleise gehen da dann auch nicht drin. Und da haben wir dann unter anderem diese Vergleichsprojekte gefunden und konnten dadurch dann relativ genau sozusagen abschätzen, illustrieren, wo welcher Abschnitt von Stuttgart 21 in welchem Bereich liegen muss. Also da gibt es also diesen Anhybrid, diese besondere geologische Formation, wo wenn in die Wasser in Berührung kommt, dann fängt es zu quellen an und da braucht man dann diese ganz dicken Tunnelwände dafür. Und das ist natürlich dann teurer, als wenn man diese geologische Formation da nicht hat. Und wir sind die ganzen geologischen Karten durchgegangen. Das sind also riesen Karten, mit ganz vielen, da sind schon ganz viele Probebohrungen gemacht worden. Übrigens sehr gute Karten wirklich, also man weiß, was da auch hinzukommt. Und anhand dieser Unterlagen haben wir dann praktisch eine große Excel-Tabelle gemacht und gesagt, der am besten ist, auch der hat hier die Tunnel, mit der die Länge, mit eben so und so viel Euro pro Kubikmeter kosten. Übrigens, ein Architekt würde Ihnen sagen, wenn ich mal Daumengröße ein Haus kostet 300 Euro pro Kubikmeter. Wenn Sie mir das mal das Haus irgendwo bauen. Also da sieht man, das sind jetzt keine astronomisch hohen Beträge, das ist dann das Doppelte von den Kosten eines Kubikmeterhauses, wenn Sie eine Küche in den Gängen sind. Und man sieht auch, wir sind jetzt immer sehr vorsichtig vorgegangen, weil wir ja wussten, wir werden wahrscheinlich scharf angegriffen, weil wir viel zu vermeintlich viel zu hohe Kosten ermittelt haben. Wir haben gesagt, der Tunnelbahnhof, der Berlin-Hauptbahnhof, der hat 800 Euro gekostet pro Kubikmeter. Waren Stuttgart 21, haben wir nur 360. Also da sehen Sie, wir sind da sehr vorsichtig, weil wir der Meinung sind, das war in Berlin schwieriger. Aber die Handelsfeuer kann ich nicht reinlegen, dass das wirklich ganz so günstig ist. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es noch billiger ist. Also ich will gerade nur sagen, unsere ganze Rechnung war ja